Als Jesus auf dieser Erde lebte, zog er sich nicht als Einsiedler zurück. Er lebte mit den Menschen, redete mit ihnen, half ihnen, wo er nur konnte und erklärte ihnen seine einmalige Rettungsmission. Dabei hatte Jesus nicht nur mit wohlwollenden, liebenswürdigen Menschen zu tun, sondern auch mit solchen, die ihn kritisierten und in ihm eine Gefahr für ihre Traditionen und ihre Macht sahen. Jedem fällt es schwer, mit unfreundlichen und feindseligen Zeitgenossen umzugehen. Man wird leicht selber aggressiv oder man geht ihnen gleich aus dem Weg. Wie hat Jesus das gemacht? Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen, die viel von sich und ihrem Glauben hielten, aber sich selber und ihrer Umwelt etwas vormachten? Wie ist der verständnisvolle und liebenswürdige Jesus mit Menschen umgegangen, die ihn offen ablehnten, dabei aber so taten, als wären sie die frömmsten von allen? Die Menschen, die sich zur Zeit von Jesus für etwas Besseres hielten, wurden Pharisäer genannt, die Abgesonderten. Sie nahmen die Gebote Gottes und die jüdischen Gesetze sehr genau und waren überzeugt, dass nur das Halten der Gebote einen Menschen angenehm vor Gott machen kann. Um eine Übertretung der Gebote zu vermeiden, machten die Pharisäer zusätzliche Gebote, die so streng waren, dass kaum jemand sie halten konnte, sie selber auch nicht. Deshalb kamen sie auf seltsame Ausnahmeregeln, die ihre eigenen Gebote und die Gebote Gottes absurd wirken ließen. Jesus ist völlig anders. Jesus weiß, wofür die Gebote Gottes eigentlich da sind. Jesus weiß, worauf es in der Beziehung zu Gott wirklich ankommt. Jesus weiß, dass das Halten der Gebote nicht mit Gott versöhnt oder einen Menschen heiliger macht. Jesus geht es nicht um den äußeren Schein, nicht um das Gutsein, das jemand vor sich herträgt, um zu beeindrucken. Jesus geht es immer um das Herz. Jesus geht es immer um die Beziehung. Jesus geht es immer um Liebe. Jesus schaut immer tiefer. Es ist eigentlich tragisch, wenn Menschen etwas vorgeben zu sein, was sie nicht sind. Auch wenn es um den Glauben an Gott geht, kann sich dieses Leistungsdenken einschleichen. Und wer auf Leistung getrimmt ist, der will vor anderen gut dastehen, will beweisen, dass er auch in der Religion erfolgreich ist, dass er ein guter Mensch ist. Jesus wusste, dass kein Mensch alles richtig machen kann, und er wusste vor allem, dass man sich durch gutes Verhalten nicht den Himmel verdienen kann. Jesus ist ein guter Beobachter und er hat sehr schnell erkannt, was das Problem dieser unechten Pharisäer war. Sie hatten eine Fassade, die nicht dem entsprach, was tatsächlich in ihnen war. Jesus scheute sich nicht, ihnen das deutlich zu sagen. Jesus sagte: Ihr Heuchler! Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben. Wascht erst einmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selbst sauber. Jesus sagte auch: Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber, mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Jesus will die Heuchler zur Besinnung bringen. Jesus will die Unechten retten. Jesus liebt die Maskenträger, aber er hasst ihre Maskerade. Jesus tut alles, um den Heuchlern klarzumachen, dass sie in eine Sackgasse laufen. Jesus konfrontiert, weil er den einzigen Ausweg kennt. Wenn ich meine, alles richtig zu machen, kann es leicht passieren, dass ich stolz werde. Und wenn ich stolz bin, dann erhebe ich mich über andere, denke, dass ich besser bin als sie.
Dabei ist der Stolz das größte Übel des Menschen, denn er beruht immer auf einer falschen Selbsteinschätzung und er macht blind für das wahre Ich. Stolz und Überhebung über andere führt zur Heuchelei. Jesus verabscheut Heuchelei. Jesus sagt mit allem Nachdruck zu Heuchlern, so nicht. Jesus sieht ins Herz und da sieht er, was wirklich da ist. Niemand kann Jesus etwas vormachen und darin liegt die größte Chance auf Befreiung. Bei Jesus darf ich alles zugeben. Bei Jesus muss ich nicht so tun, als ob. Bei Jesus muss ich nicht ein besonders gutes Bild abgeben. Bei Jesus muss ich nicht Eindruck schinden. Bei Jesus kann ich alle Masken ablegen. Bei Jesus darf ich ungeschminkt sein. Bei Jesus darf ich verletzlich sein. Bei Jesus darf ich schwach sein. Bei Jesus kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Jesus liebt alle Menschen, aber das kommt nur bei denen an, die offen sind für den Blick in den Spiegel. Jesus kennt die Augenblicke der Wahrheit. Jesus weiß um die Einsamkeit dessen, der immer nur Leistung bringt. Jesus sieht die nicht geweinten Tränen der Selbstermüdung. Jesus hofft auf einen neuen Aufbruch. Jesus wartet auf den Mut der ungeschminkten Konfrontation mit sich selbst. Jesus weiß, wie schwer es fällt, in den Spiegel zu schauen. Jesus spürt das Zögern, das sich schnell wieder abwenden. Jesus weiß, wie verlockend es ist zu Schauspielern und er weiß auch, wie schwer es ist, damit wieder aufzuhören. Jesus weiß, wie leicht es ist, jemand anderen zu spielen statt sich selbst. Jesus ahnt den Schmerz der Ehrlichkeit mit sich selbst. Jesus versteht das Dilemma des Menschseins und er stellt nicht nur den Spiegel zur Verfügung, sondern bietet auch die Reinigung an. Jesus möchte Heuchlern gerne helfen. Einmal kam ein reicher junger Mann zu Jesus, der gerne wissen wollte, wie man erlöst wird. Jesus fand schnell heraus, dass er es bisher mit dem Halten der Gebote versucht hatte. Aber das befriedigte ihn nicht. Er merkte, dass etwas Entscheidendes fehlt. Jesus war ehrlich mit ihm und zeigte ihm, worauf es eigentlich ankommt. Er forderte ihn auf, alles, was er besaß, den Armen zu spenden und dann mit Jesus zu gehen. Damit wollte Jesus ihm deutlich machen, dass man loslassen muss, um offen zu sein für das ewige Leben. Das kann sehr schmerzhaft sein, weil man meint, dass man beim Loslassen alles verliert. Dabei gewinnt man durch diesen Vertrauensbeweis alles. Jesus will Menschen auch heute noch sagen, hört auf mit eurer religiösen Leistungsschau. Vertraut mir einfach, dann schenke ich euch die Rettung von Sünde und Tod, die ihr euch durch nichts verdienen könnt. Jesus war der verständnisvollste und liebevollste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und er ist Gott. Das lässt den Schluss zu, dass Gott das verständnisvollste und liebevollste Wesen ist, das es überhaupt gibt. Jesus wandte sich allen Menschen zu. Das tut er auch heute noch. Aber Jesus hat ein riesiges Problem mit dem Unechten, dem so tun als ob, dem sich verstellen, damit alle nur das Beste von einem denken. Doch innen ist alles morsch und hohl.
Jesus lässt die Unechten nicht einfach links liegen. Er ignoriert sie nicht. Er sagt nicht, hoffnungsloser Fall. Jesus konfrontiert. Jesus entlarvt das Unechte. Jesus hält einen Spiegel vor die Augen. Jesus sagt, schau dich an, schau genau hin. Wen siehst du da? Siehst du dich, wie du wirklich bist? Jesus sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Aber du hinderst dich selber daran, meine Liebe anzunehmen, weil du willst, dass alle das an dir lieben, was sie sehen, nicht das, was wirklich ist. Ich kann dich nur so lieben, wie du wirklich bist, denn nur das ist echt. Das Unechte hasse ich. Jesus ist der Spiegel. Jesus ist der einzige Spiegel, der das Echte spiegelt. Jesus ist der einzige Spiegel, der so sauber und klar ist, dass man alles sehen kann, wie es wirklich ist. Jesus ist auch die Wende vom Unechten zum Echten. Jesus hat die Motivation zum Loslassen. Jesus hat die Kraft der Veränderung. Jesus hat den Mut des neuen Anfangs. Jesus ist mehr als bereit, all das jedem zu geben, der will. So ist Jesus. So ist Gott. So ist der Mensch, wie Gott in sich gedacht hat. Wer Menschen so klar durchschaut wie dieser Jesus, wer Echtheit so deutlich einfordert wie dieser Jesus und wer selbst die Heuchler nicht aufgibt wie dieser Jesus, der muss das Beste sein, was uns Menschen jemals begegnen kann. Mensch Jesus, mein Gott.